Kollegin Aydan Özus für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Frey, Sie haben gerade zu Beginn Ihrer Rede wirklich sehr deutlich gemacht, was, glaube ich, viele Redner hier denken. Warum diskutieren wir über etwas, wo wir auch noch mitten im Prozess sind und ja, was aus zwei Teilen besteht, ja in Wahrheit, den Global Compact on Migration und den Global Compact on Refugees, was auch schon Frau Jelpke ausgeführt hat. Es wird nur ein Teil angemeldet, der für Arbeitszuwanderung, aber mehr diskutiert über den der Fluchtzuwanderung. Also wollen wir das jetzt mal zusammenfassen und deutlich machen. Das ist eine starke Willensbekundung fast aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, endlich einmal ein umfassendes Konzept zum weltweiten Umgang mit Migration, also Einwanderung, Auswanderung und Flucht auf die Beine zu stellen. Und diese beiden Pakte sollen am Ende der Verhandlungen, naja, so etwas wie Grundsätze, Maßnahmen, ich würde es eher so etwas wie Mindeststandards nennen, was darauf, also aufstellen, was eben darauf abzielen soll, Völker- und Menschenrechtsverstöße zu unterbinden. Und natürlich sind ja nicht nur Staaten daran beteiligt. Es ist schon genannt worden, es ist die Zivilgesellschaft, der Privatsektor, die Gewerkschaften, internationale Organisationen, vorhin wurde der Heilige Stuhl zu Recht genannt, alle sind an diesem Prozess beteiligt und wollen am Ende auch einige Ergebnisse ja auf den Weg bringen. Und ich frage mich schon, wie kann man eigentlich gerade in so einer Zeit vieler Migrationsbewegungen, aber eben auch vieler Fluchtbewegungen etwas dagegen haben, dass möglichst viele Akteure sich zusammensetzen und einen Versuch unternehmen, um zum einen zu verstehen und zum anderen auch gemeinsame Regeln darüber aufzusetzen, was passiert eigentlich wirklich global, wo sind unsere Standards in der Migration und was kann eigentlich dagegen sprechen, dass Deutschland hier Standards setzt und auch sagt, so stellen wir uns eigentlich ein Mindestmaß vor, wie man dann mit den Menschen umgeht. Es geht ja in diesen Papieren zum Beispiel darum, ich lasse jetzt mal das aus, was schon genannt wurde, aber Frauen- und Kinderrechte sollen gestärkt werden. Was kann man eigentlich dagegen haben? Die Pakte zielen darauf ab, Ausbeutung von Arbeitsmigranten zu verhindern. Wenn ich mir noch mal vorstelle, was wir auch in diesem Land diskutiert haben, wie waren denn die Zustände gerade beim, oder wie sind die Zustände beim Bau von WM-Städten? Und ich denke noch mal an Katar. Was passiert da eigentlich? Wir sprechen von Sklaverei. Das muss doch endlich mal auch auf den Tisch. Und da müssen wir auch sagen, wie wir uns das alle vorstellen, wie Arbeitsmigranten denn wirklich behandelt werden müssen. Und zwar in allen Ländern dieser Erde, nicht nur bei uns. Hier versucht die AfD, wie aus einer, wie ich finde, sehr sinnvollen Initiative, ja, irgendwie alles unter einen Hut zu schrauben, dass das alles eine Bedrohung für Deutschland wäre. Wir sind auf halber Strecke, wir haben noch mehrere Verhandlungsrunden vor uns, aber schon jetzt wird gesagt, dass der Pakt, es sind ja in Wahrheit mehrere, schlecht für unser Land sei. Das ist nicht glaubwürdig. Und Sie sprechen eben über eine Gefährdung der Hoheitsrechte. Da möchte ich dann doch noch mal zwei Dinge herausheben. Ein beträchtlicher Teil von 258 Millionen Migranten und Vertriebenen sind weltweit Gefahren ausgesetzt. Und darum muss man sich kümmern. Und ich möchte ausdrücklich als Zweites betonen, die Erhaltung der nationalen Souveränität, auch das wurde hier schon genannt, ist bezüglich ihrer Zuwanderungspolitik im Entwurf festgehalten. Und jetzt zitiere ich mal, ich habe es mir eben schnell noch rausgesucht. The Global Compact reaffirms the sovereign migration jurisdiction of each state. Das kann man nicht falsch verstehen. Und die aktuell verhandelten Texte stellen eben einen starken Gegenpol dar zum migrationsfeindlichen Zeitgeist dieser Tage. Auch das muss man ja mal deutlich machen. Vor allem gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern. Und vielleicht ist genau das Ihr Problem mit dieser Initiative der UN-Mitglieder. Es ist ja nicht überraschend, dass Trump und Orban hier plötzlich sagen, sie wollen noch mal ganz eigene Initiativen anstreben. Interessanterweise wird dann
Ja, reden Sie gleich über diesen Migration Compact, wo es ja dann um reguläre Arbeitsmigration geht. Aber wir wollen doch gerade dafür sorgen, dass der Flüchtlingspakt Ideen enthält, wie eben Aufnahmeländer entlastet werden sollen. Und es geht eben auch um Maßnahmen der Rückkehrunterstützung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber haben wir in den letzten Jahren hier viel gesprochen, wie man Menschen auch dabei, naja, es ist zigtausendfach sogar angewandt worden, aber das wollen Sie natürlich nicht sehen, das ist mir schon klar. Aber wir müssen uns darum kümmern, wie können Menschen unterstützt werden, die eben auch rückkehren können oder dies eben auch wollen, aber ein Stück weit auch Unterstützung einfach brauchen, weil sie vor dem Nichts stehen möglicherweise. Ich stelle einfach fest, dass Sie über diese Themen nicht sprechen wollen, nicht in dieser Art und Weise. Sie wollen, dass die Vereinten Nationen das sofort wieder abbrechen und dass sie auf gar keinen Fall diese weltweiten Diskussionen haben, weil dann könnten die Menschen ja plötzlich merken, ja, es gibt tatsächlich Flucht von Menschen, die alles verloren haben, denen es ganz schlimm geht. Nicht für jeden haben wir hier in Deutschland auch einen Asylgrund. Aber es ist überhaupt keine Begründung dafür, Menschen so schlecht zu reden und über sie zu hetzen. Und ich komme natürlich zum Schluss. Ich finde es sehr richtig, dass wir diesen Weg weitergehen und ordentlich verhandeln und uns mit allen Mitgliedstaaten hier auch weiter committen und wirklich noch mal mit denen auch verständigen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Kleinwächter.